Liebe Zuschauer, der Frühling steht vor der Tür, die Sonne scheint, es ist tolles Wetter, da hat man doch Lust auf was richtig Frisches und Neues und Cleanes und Helles. Und da habe ich heute genau das Richtige für Sie, und zwar mit einer ganz tollen Kommodenlinie. Und die stellt uns heute vor, die Melanie. Hi Melanie. Hallo Claudia, ich freue mich, dass ich mit dabei sein darf. Ich habe dir mitgebracht die Serie Brescia mit 5 einzelnen Elementen. Ja. Jedes einzelne Element liegt unter 100 Euro. Hört sich für mich schon mal richtig gut an. Da gehen wir mal ran, oder? Ja. Also hier haben wir einmal direkt 2 Kommoden zusammengestellt, kombinierbar. Mhm. Und wie du ja siehst, ein richtig schönes, strahlendes Weiß. Ja. In Lackoptik und das Highlight, wenn wir hier einmal die Schublade aufmachen. Ah, okay. Die Holzoptik, ja. Gucken wir einmal. Super. Hier kommt das dann sozusagen richtig hervor. Und du machst es auch gerade schon wieder zu. Genau. Genau. Ich wollte mal probieren, wie es geht. Ich muss mal alles austesten. Sehr gerne. Das darfst du. Und wie auch gerade zu sehen, kannst du halt hier super reingreifen. Ne? Absolut easy, genau. Also wir haben einmal, wie gesagt, das Weiß in Lackoptik, dann eben die Holz-Highlights mit dazu. Finde ich eine sehr moderne Geschichte. Und hier an dieser Kommode auch zu sehen, eben einmal diese offenen Bereiche. Ja, bringt da auch noch mal so ein bisschen Frische mit rein, würde ich sagen. Ja. Und hier hast du dann in dem Fall als Kombi eine Tür mit dabei, kannst ein bisschen was verstauen und kannst du also wirklich ganz variabel einsetzen. Super. Du hast gesagt, alles unter 100 Euro. Was kosten die Kommoden zum Beispiel? Hier würde jeweils eine Kommode 89 Euro kosten. Mhm. Und wenn wir noch eine Zahl mit reinhauen, dann kann ich dir sagen, dass eine Kommode 80 cm breit ist. Okay, gut. Genau. Kann man natürlich einzeln aufstellen, sieht irgendwie auch ganz schick aus. Also die spricht mich so ein bisschen an, ich mag das ganz gerne, gerade mit diesem Holz abgesetzt. Ist das Massivholz? Ja, genau, richtig. Massive Kiefernatur, also von daher wirklich eine schöne Sache. Superschön, aber das ist ja nicht alles, ne? Exakt, ich wollte gerade sagen, wir gehen mal weiter. Und zwar kommen wir hier zu dem Highboard, wie du siehst, ja, alles ein bisschen höher gebaut, auch mit offenen Elementen, Bücher kannst du reinstellen, zum Beispiel eine Box oder wie ich auch finde, zum Beispiel eine schöne Pflanze. Gute Idee. Ja, und wie du auch hier siehst, haben wir nochmal eine Schublade auch mit dabei, geht auch wieder ganz leicht zu öffnen. Und da kannst du auch noch mal ein bisschen was verstauen. Super. Ich muss noch mal auf die Füße zu sprechen kommen, weil ich die wirklich als Eyecatcher ganz toll finde. Also es ist wirklich alles massiv. Du machst in, es. Kiefer. Ich klopfe hier auch noch mal. Das hast du schön gemacht. Okay. Kommt aber keiner raus. Funktioniert aber auch auf der Seite. Genau. Also sieht wirklich total schick aus. Und ich mag ja Sachen, die so ein bisschen schlicht sind, aber wo man halt so, ne, so einen kleinen Eyecatcher hat. Du hast halt so diese Highlights mit dabei. Ne? Ganz schlicht weiß. Boah, und du hast halt einfach die gute Kombi mit dabei. Stimmt. Mit dem Holz, das ist auf jeden Fall, ich finde das irgendwie modern. Absolut modern. Und sag mal, Melanie, was kostet die Kommode oder das Highboard? Hier sind wir bei dem Preis von 99 Euro. Okay, also auch alles unter 100 Euro. Genau. Da recht. Jetzt schieben wir uns mal noch ein Stückchen nach da. Ich lade dich ein. Hier haben wir einmal unser TV-Board. Mhm. Jetzt fragt sich der eine oder andere, wo ist denn der Fernseher hin? Ja, man kann es halt auch so kombinieren. Definitiv. Und, ich habe gerne mal Platz nehmen. Ja, aber hält mich das aus? Ja, das hält dich definitiv aus. Okay. Auf jeden Fall. Gucke, funktioniert. Super. Und ich habe eine Idee. Ja. Ich trage super gerne hohe Schuhe. Bin ich nicht mehr die Jüngste. Komm nicht mehr runter. Ich kann mir dieses Board, dieses TV-Board auch prima im Ankleidezimmer vorstellen oder im Empfangsbereich. Weil hier kann man auf jeden schön seine Schuhe an- und ausziehen und so. Da kannst du auch da, bist du da flexibel, kannst du in deinen Ideen kreativ sein sozusagen. Aber es geht ja auch der Trend trotz alledem zu großen Fernsehern. Habe ich gerade auf der IFA im letzten Jahr gesehen in Berlin. Mhm. Und oder auch der ein oder andere hat ja vielleicht auch noch einen Fernseher zu Hause und schaut auch gerne. Dementsprechend kannst du natürlich wunderbar hier auch den Fernseher mit hinstellen und bis zu 55 Zoll zum Beispiel. Dann, wenn du den dir vorstellst, wäre es dann auf jeden Fall hier bündig abschließend mit dabei. Okay. Aber und es sieht auch ganz schick aus, ne? Die neuen Flachbildfernseher sind ja so schön schmal. Stelle ich mir auf jeden Fall auch sehr, sehr gut vor. Absolut. Aber wie gesagt, wie du auch festgestellt hast, auch da wieder alles machbar. Ob mit Fernseher im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer. Schlafzimmer oder auch eben, eine gute Idee. Genau, stimmt. Schlafzimmer oder eben im Flur. Sehr gut. Dann ist es, wir kommen noch mal ein bisschen hier rüber, dann kann das die Kamera, glaube ich, besser einfangen. Und eine Variante gibt es noch. Hier siehst du eine Schublade und zwei Türen mit bei, also auch noch mal eine ganz andere Variation. Und hier liegt der Knallerpreis bei 79 Euro, also genau wie bei dem TV-Board. Toll, ich finde die wirklich super schön. Mhm. So ein bisschen spacig fast. Nimmst du gleich mit nach Hause? Ja, ach so, ja stimmt, die sind auf Lager, oder? Definitiv, ja. Ah, toll. Also können auch Sie sozusagen direkt vorbeikommen, einpacken und mit nach Hause nehmen. Genau, Kofferraum auf. Bresche ja rein, Kofferraum wieder zu und die Kinder müssen nach Hause laufen, weil kein Platz mehr da ist. Okay.
Nein, Sie können Brescia natürlich wie immer bei den Höffner Möbelhäusern kaufen oder Sie rufen die Hotline an oder ganz gemütlich von zu Hause mit einer Tasse Tee oder Kaffee schön im Internet bei Höffner bestellen und sich dann nach Hause liefern lassen. Ist ja auch eine ganz bequeme Variante, ne? Ich bin ja so bequem. Ja, jeder wie er mag. Das stimmt. Alles ist möglich. Melanie, es hat super viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und so tolle Sachen mitgebracht hast. Ich hoffe, du kommst bald wieder. Ich komme sehr gerne wieder und danke, dass ich heute mit dabei sein durfte. Super. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Denn Montag ist Montag. Es gibt wieder eine neue Ausgabe der Höffi-Show mit tollen Produkten und richtig tollen Preisen. Bis dahin. Tschüss.